Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zombie U. Im letzten Part haben wir einen von Dees Briefen geholt und das hat relativ lange gedauert. Und ich bin mir jetzt gerade nicht mal so ganz sicher, ob ich den jetzt überhaupt richtig gekriegt habe. Gucke ich mal kurz bei meinen Missionen. Hol dir Dees Brief im Brief im Tower of London. Oh, den habe ich noch nicht. Ah, Brick Lane Wohnungen, den habe ich. Wo war denn da im Tower of London einer? Das weiß ich gerade echt nicht mehr. Wo war im Tower of London einer von Dees Briefen? Huh. Das weiß ich nicht mehr. Oh ja, das ist schön. Wir haben da hinten nämlich unseren guten Freund, den Instant Kill. Unseren guten anderen Freund, die andere Zombie-Tusse. Bams, geht doch. Die andere haben wir schneller erledigt. Jetzt habe ich auch ein bisschen Munition erledigt. Ah, wir könnten da sogar Viruzid holen. Von dem wir ja nicht schon genug haben. So, ich gehe mal wieder zurück auf mein Paddel. Hier soll einer sein. Ja, da ist jemand. Und da hinten. Ist ja immer alles gut, dass man hier diese wunderschönen Karten hat. Ich wundere mich, dass es hier immer so dunkel ist. Ja gut, muss in einem Spiel sein, aber ich wundere mich, dass man immer im Dunkeln rausgeht. Ist nicht weitaus besser, im Hellen zu gehen? Ich weiß nicht, Zombies sehen doch meistens nichts, oder? Oder sehen die Zombies hier? Sehen Zombies? Ich bin ja der Meinung, nicht. Ich meine, die typischen Zombies, die sind doch eher blind. Und die riechen dann die Leute, oder? Also auf jeden Fall bei, bei The Walking Dead ist es ja wirklich so, dass die dann, die Leute riechen. Was man ja in der Serie sehr gut gesehen hat, bei dieser einen, das war schon, glaube ich, die zweite Folge, wo er auf jeden Fall Rick Merle retten wollte. Aber da halt er halt schon weg war und sie danach entkommen mussten. Wieder aus der Stadt. Ja doch, das war glaube ich die zweite Folge. Und deswegen dann da sich mit Zombie-Zeugs eingeschmiert haben. So, hier können wir wieder C4 anbringen. Und Bams. Das hier ist auf. Dann können wir hier durch. Und war hier nicht gerade noch irgendwas zum Aufheben? Ach nee, das war zum unten durch, okay. Okay. Hier liegt aber wer? Der hat eine Aufwertung. Oh, das habe ich mir gar nicht. Das wollte ich noch, glaube ich, in meinem. Das wollte ich eigentlich noch im Safehouse machen. Naja, egal, wir haben jetzt wieder einen von Dees Briefen gekriegt. Die ich mir echt mal alle hätte durchlesen sollen. Ich glaube, ich werde es mir. Ich glaube, ich werde irgendwann mal, wenn ich alle zusammen habe, so einen ganzen Teil des Parts damit widmen, dass ich euch die Briefe dies vorlese. Hm, das wäre echt keine doofe Idee. Das wäre wirklich keine doofe Idee, ne? Ne, das sollte ich mal wirklich mir überlegen, ob ich das mache. Okay, da ist bloß ein Rabe. Ja, wir konnten ja vorher hier nicht entlang gehen, weil dort ja ein Haufen Zombies auf uns wartete. Und ich gucke mich mal um. Da ist ein Mülleimer. Da oben ist ein Tier. Ansonsten ist hier gerade nix. Doch, da ist jetzt so ein Zombie. Und diese sind schlimm, weil sie eben andere Zombies rufen. Das sind so Lautsprecher-Zombies. Da, ja, wie wir schon sehen. Wir haben jetzt ein paar Freunde hier. Und die wurden mir nicht mal richtig angezeigt. Wo ist denn der andere? Ach, der ist schon tot. Dammit. Habe ich den jetzt tot gekriegt? Ich hoffe doch.
Meine Schusswaffentechnik ist auf jeden Fall schon mal besser geworden. Doof nur, dass meine eigenen Fähigkeiten nicht steigen. Egal, bleibt nur noch einer. Das waren jetzt aber meiner Meinung nach schon wieder viel zu viele Zombies, die ich besiegen musste. Das wurde schon ganz knapp. Ihr habt ja schon gesehen, wie viel Leben ich da verloren habe. Das lief nicht ganz so, wie erwartet. Aber naja, gut, haben wir doch ganz gut hingekriegt. Komisch, beim zweiten Mal hatte ich den irgendwie besser erledigt. Da hatte ich, glaube ich, mit dem Scharfschützengewehr ihn direkt abgeballert. Was haben wir hier? Maschinenpistolen, Munition. Ja, warum nicht? Ich sollte insgesamt mal jetzt wieder ein neues, großes Medipack mir noch draufpacken. Ich habe nur noch zwei Medipacks im Inventar und von der Pistolenmunition, also die Pistole, die kann ich jetzt erstmal gar nicht einsetzen. Würde ich besser treffen, hätte ich damit nicht so große Probleme. Ganz klar. So, hier. Kriege ich auf jeden Fall keine Infos eines Zombies. Hier kriegen wir aber eine Nachricht. 65XX, ja genau. Hier irgendwo ist dann nämlich immer eine Nachricht verteilt. Und man weiß nie, welche. So, man weiß nie genau wo. Also die Position ändert sich immer leicht. Die ist immer dort hinten irgendwo ein bisschen. Jetzt muss ich hier raten. 6511. 6512. 6513. 6514. Das ist der dämlichste Part an diesem Spiel. 6515. 6516. 6517. 6518. 6519. Oder es gibt hier irgendwo noch was, wo ich das dann richtig herausfinden muss. Herausfinden kann. Was ich bisher aber noch nie wirklich herausgefunden habe. Weil hier steht bloß benötige Code, ja? Dann haben wir hier einen Pfeil an der Wand. Und der Pfeil führt uns hier hin. Führt uns hier durch. Ah, hier drin ist auch noch was. Oh, da ist die andere Hälfte. 6541. Oh. Das hätte ich mal vor ein paar weiteren Playthroughs herausfinden sollen. Ich habe da wirklich immer alles nach und nach eingegeben und gerätselt. Das hätte ich wirklich mal viel früher herausfinden sollen. Wirklich sehr viel früher. Oh Mann. Naja. Ich kann mich, vor allem hier dieser Part, wo wir dann zum zu der Tankstelle gehen und so, der hat mich dahingehend aufgeregt, dass man dort erst sehr spät die Abkürzungen kriegt. Und da wirklich dann sehr lange Zeit nicht wieder in den Bunker zurückkommt, ähnlich wie beim Buckingham Palace. Aber da war es ja noch nicht ganz so schlimm beim Buckingham Palace, weil der Teil ja nicht ganz so lang war. Und ich vor allem auch am Anfang mal relativ viel gestorben bin, also. Hat mich das da noch nicht ganz so sehr gestört, aber hier habe ich es dann geschafft, nicht so viel zu sterben. Und dann musste ich da diese lange, lange, lange Zeit, ich konnte nicht speichern, aber ich wollte endlich ins Bett. Und dann war ich schon an einer Stelle dann wirklich fast froh, dass ich gestorben bin. Da musste ich nochmal, musste ich zwar dann natürlich den ganzen Weg nochmal neu laufen, aber ich war schon irgendwie froh, dass ich gestorben bin. Wenngleich ich jetzt natürlich eine Stelle gefunden habe, wo ich dann doch hätte speichern können, aber wie soll man das denn am Anfang wissen, Leute? Die war schon relativ gut versteckt, wie ich finde. So, ich guck mal, ob wir hier drinnen irgendwas Interessantes finden. Ein Energy Drink, eine Leuchtrakete und eine Nachricht. Gut, die Nachricht interessiert mich jetzt. Und der Energy Drink. Mal gucken. Hand hoch, Schlüssel, Explosion, okay. Das wolltest du uns also sagen. Hand hoch, Schlüssel, Explosion. Gut zu wissen. Hand hoch, Schlüssel, Explosion. Ich habe echt keine Ahnung. Ich kenne mich hier ja aus, aber ich habe echt keine Ahnung, was er mir genau damit sagen will. Vor dir sollte gleich ein Park liegen. Die Tanke ist direkt dahinter. Ja, und wir haben es jetzt ganz schön. Oh ja, da ist ein Zombie.
Weil ich weiß jetzt gerade nicht, wo Zombies sind, weil mein Prepper-Pad ist nämlich ausgefallen. Was wirklich sehr ungünstig für uns ist, dass das Prepper-Pad ausgefallen ist. Weil, ja gut, die Karte hätten wir sowieso nicht, aber ich merke nicht, ich weiß nicht mal, wo Zombies sind. Pass auf, wo du hintrittst. Da liegen Fallen für die Siechen. Clever, aber für dich sind die genauso gefährlich. Sei vorsichtig. Ja, da sehen wir nämlich das Teil, was mir das Prepper-Pad versaut. Deswegen hören wir auch keinen Blip, Blip, Blip. Ja, ich finde, das ist das offizielle Geräusch dafür. Blip, Blip, Blip. So, hier nach und nach. Weil vor allem sollten wir auch nicht da vorne in den Park gehen. Solange das Teil hier nicht aus ist. Weil es zeigt uns nämlich nicht nur Zombies, wenn wir da hinten irgendwie zu uns locken können, sondern auch Landminen an. Die wir ja da sehen. Na, der will jetzt nicht so sehr und ich will da auch nicht unnötig viel hinlaufen. Weswegen ich jetzt erst einmal hier die Tür aufmache. Oh fuck. Okay, ich habe echt nicht mehr im Kopf gehabt. Oh, ich hätte auch mal, auf das Gamepad gucken sollen. Ja, denn ich wollte echt jetzt nicht... jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, wie schön, ihr habt mich bemerkt. Ah, ich wurde angespuckt. Jetzt sehe ich wieder nichts. Das ist das Problem, wenn zwei einen angreifen. Ich habe mal mein Medipack genommen. Und das auf relativ engem Raum passiert. Dann ist das Timing doch etwas hektisch. Und schnell hier das Virozid spritzen. Der ist erledigt. Nein! Ich hab doch geschlagen! Ach. Ja, okay. Hier sehen wir jetzt, was passiert. Ich hab doch geschlagen. Ihr habt's gesehen. Ihr habt es gesehen, Leute. Ach, dann werden wir, ja gut, diesen Part doch relativ früh beenden. Ich werde mich dann jetzt, wenn wir den, ja gut, wenigstens kriegt, seht ihr mal, wie es ist, wenn man dann mal stirbt. Das könnt ihr dann auch mal endlich sehen. Dann werde ich mich im nächsten Part mal dorthin bewegen und töten, ja. Ich glaube, ich zeige noch, wie wir uns töten. Ja, wie schön, wir sehen nichts. Der Generator muss betankt werden. Zeit für etwas Sprit. Wir sind Summer Jenkins, Hausmeister. Die dunkle Prophezeiung. Wie gut, dass wir eine Pistole haben, aber jetzt können wir auch mal hier ein bisschen... Na, wobei, ich kann ja eigentlich alles mitnehmen, was der andere dann da später hat. Ich denke ja mal nicht, dass ich bis dahin sterben werde. Hoffe ich jedenfalls nicht. Naja, wir beenden den Part hier. Also wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich dann hoffentlich nicht wieder sterbe. Bis dann.